In dem Video zeige ich euch eine recht praktische, einfache, aber praktische Weise, wie man Brezeln und Laugenstangen aufbacken kann. Im Alltag, und zwar haben wir hier diese Aldi-Laugenstange und Aldi-Brezeln, die sind beide ungefähr gleich. Man braucht dazu ein Backpapier und man macht das in der Regel so, dass... Und ich zeige euch das deshalb, damit ihr seht, wie gut sie werdet. Natürlich ist das eine Alltagslösung, die ist einfach sehr gut und praktisch. Kostet 2,50 so ein Pack, sind 10 Stück drin oder 8 Stück drin. Da haben wir jetzt diese Laugenstange. Und beide eigentlich im Vergleich. Dann brauchen wir Backpapier. Zeige ich das deswegen, weil die am Anfang nur sehr klein sind. Die sind also sehr dünn und die gehen nicht auf, wenn man sie nicht aufgehen lässt. Dann schalten wir hier auf Gären. Dampfsystem, Gärstufe, 40 Grad, 30 Minuten. 30 Minuten ist schon ziemlich viel, aber können wir so lassen. Machen wir da vielleicht 25 draus. So, und dann gehen wir hin, sage starten. So, die Zeit ist jetzt abgelaufen. So sieht diese Teiglinge jetzt aus. Dann nehmen wir ein bisschen, dann nimmt man so Salz, streut es mit drauf. Salz ist dann mit dabei. Vor allem hier muss man drauf aufpassen, auf diese Brezeln, dass die nachher aufgehen. Dann gehen wir auf Menü. Menü, sagen wir Heizarten. Dann sagen wir, in diesem Fall mache ich die Ober-Unterhitze. Bei der Ober-Unterhitze stand drin, Backofen auf 200 Grad. Also Ober-Unterhitze 200 Grad und dann 15 Minuten erhitzen. Also 200 Grad, dann machen wir Zeit 15 Minuten. Wir rechnen noch bei schnell aufheizen, das nehmen wir dazu und dann nehmen wir von der Zeit 2 Minuten dazu oder von mir aus 3 Minuten, bis der heiß ist, ohne Dampf. Hier kann man normalerweise den Dampf einstellen und dann lassen wir ihn laufen. So, die Zeit ist vorbei. So sieht sie aus nach der Zeit. Ich hole sie mal raus. Kostengünstige Brezel und die sind jetzt ein bisschen dunkler, so wie sie sein. Man sieht es auch dann, wenn man es anbricht. Heiß. Die können noch ein bisschen dunkler werden, reicht aber auch so aus. Heiß. Und so sieht es innen aus. Das ist mir wichtig zum zeigen, wie die innen dann aussieht.